Ganz herzlich willkommen zu Schröders Nebenwerte-Watchlist. Heute blicken wir mal ganz explizit auf Aktien, die zuletzt nicht so gut gelaufen sind. Natürlich mit Michael Schröder. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hast uns ein paar rausgesucht. Wir starten mit Vectron. Da haben wir das Jahreshoch im August gesehen. Dann gab es eine, oder Ende Juli war es sogar, enttäuschende Prognose und davon hat man sich nicht mehr wieder erholen können. Gibt es irgendwo einen Hoffnungsschimmer, einen Silberstreif? Das Thema hakt ja jetzt schon einen längeren Zeitraum als das eine Jahr und ich habe deswegen auch mal jetzt ein paar Aktien dabei, wo es nicht so direkt gelaufen ist, wie ich es in Aussicht gestellt habe oder erwartet habe. Vectron gehört dazu. Der Zuschauer, der die Sendung schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich schon relativ lange positiv gestimmt bin von dem Wandel hier in die Online-Kassensysteme. Aber ja, ist klar, man kann nicht alles auf Corona schieben. Natürlich durch die Restriktionen in der Gastronomie ist mit Sicherheit auch ein bisschen was verloren gegangen, aber es gibt auch einige interne hausgemachte Probleme. Fakt ist, am Ende muss das Unternehmen, der Vorstand, weiter die richtigen Zahlen liefern. Erste Indikation gab es, dass es in die richtige Richtung geht, dass man jetzt im Umsatz und Gewinn weiter zulegen kann. Du hast es gesagt, hier dann wieder der nächste Rücksetzer. Man sieht im Prinzip, auf Gesamtjahressicht ist hier gar nichts passiert. Wir sind weiter in dem Bereich um 10 Euro. Vor ein, zwei Jahren waren wir noch bei 20 Euro. Da habe ich auch schon gesagt, dass wir hier noch weiter steigende Kurse sehen. Ein Stoppkurs wäre mit Sicherheit angebracht gewesen. Im Realdepot ist die Position auch noch vertreten. Hier haben wir ein relativ oder viel zu hohes Minus. Aber auf dem aktuellen Niveau die Position verkaufen würde ich auch nicht. Es gibt im Markt den Kurs von Sin Capital bei 2,45 Euro. Das sehe ich jetzt nicht wirklich, aber die 18 Euro beispielsweise von Warburg wird es in den nächsten Wochen mit Sicherheit auch nicht sehen. Also man muss in jedem Fall weiter Zeit mitbringen und jetzt schauen, dass das Unternehmen in den nächsten Quartalen deutliche Fortschritte macht und die Pläne entsprechend umsetzt. Also im Moment, wer nicht dabei ist, kann durchaus weiter an der Seitenlinie bleiben. Gut, schauen wir mal, ob es auch für den nächsten Wert gilt. Fashionette, auf Sicht von 12 Monaten, die wir hier ja sehen, etwa 25% verloren. Jetzt gab es aber, wir sehen es auch auf deiner Seite, schon so einen Comeback-Versuch, der auch fundamental unterstützt ist. Ja, ich muss erstmal wieder auf den Peak da oben eingehen, nämlich die Spitze, die wir da sehen, die du jetzt so schön eingekringelt hast, da habe ich an dieser Stelle gestanden und gesagt, so, jetzt geht das los, jetzt gehen wir über die 40 Euro, die Zahlen passen, ja, Pustekuchen muss man leider sagen, die Aktie hat sich komplett in die andere Richtung entwickelt, hier gab es dann natürlich auch noch ein paar Probleme auf der Logistikebene, aber alles in allem sieht man, hat sich eben die Performance nicht eingestellt, obwohl auch jetzt, du hast gesagt, hier gab es wieder frische Zahlen, das Ganze fundamental, das Wachstum ist da, die Entwicklung ist da, aber irgendwo sind wir ein Aktienüberhang oder das Interesse eben an so einem kleinen Online-Modeaccessoire-Händler noch nicht, vor allem bei den institutionellen eben nicht so groß. Die aktuellen Kursziele liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Niveau, aber auch hier würde ich erstmal, sag mal, eine Bodenbildung abwarten und gucken, ob sich die Aktie jetzt wirklich nachhaltig hier von diesen Tiefständen lösen kann und wie sich die operative Entwicklung weiter zeigt. Also auch hier aus meiner Sicht, wir haben einen aktionären Kollege, der das Thema jetzt weiter betreut, zeigt sich hier ein bisschen optimistisch, aber wie gesagt, vielleicht als gebranntes Kind, aber erstmal hier weiter an der Seitenlinie. Bei Click Digital, dem nächsten Wert, haben wir den Absturz schon im Frühjahr gesehen, also den Höhepunkt in der Nacht ging es abwärts zuletzt, aber so Konsolidierung früherem Niveau. Wo hattest du nochmal zu kaufen empfohlen? Wir sind im Depot und im Aktionär hier Anfang des Jahres mit auf diese Momentumwelle mit aufgesprungen und sind mit dem Titel auch mit nach oben gefahren, haben den Stoppkurs nachgezogen, sind ausgestoppt worden. Wenn man hier den längerfristigen Chart mitbringen würde, würde man sehen, dass die Aktie halt schon von deutlich tieferen Kursständen kommt, sehr stark performt hat, operativ die Zahlen, den ersten Blick Umsatz und Gewinnentwicklung sehen sehr gut aus und das Unternehmen arbeitet weiter an der Internationalisierung, will neuen Content mitbringen, ist halt ein Online-Streaming-Dienst, also aber wir verharren jetzt hier beim Aktionär auch erstmal an der Seitenlinie und fokussieren uns vielleicht weiter auf die Großen wie Netflix und Co. und wie gesagt, hier nachdem die Position ausgestoppt wurde, im Moment kein weiterer Handlungsbedarf. Dann schauen wir auf Westwing, der Corona-Profiteur, zumindest im ersten Lockdown haben wir extrem steigende Kurse gesehen, sehen wir natürlich in dem Chart schon gar nicht mehr.
Jetzt war die Luft raus, kommt sie langsam wieder zurück. Jeffries ist ja positiv gestimmt. Ja, jetzt hier, das ist das, was du ansprichst, ist das, was wir jetzt hier ganz unten sehen. Jeffries 45 Euro Kursziel. Andere Analysten sehen die Aktie bei 50 Euro bewertet. Aber wie gesagt, ich will auch mal hier eben darstellen oder auch mal, ich will nicht sagen outen, aber dass man mit Entscheidungen dass es Fehleinschätzungen gegeben hat oder dass man Sachen falsch interpretiert hat. Diese Aktie hier in diesem Bereich war, wir haben gesagt, dass wir jetzt die neuen Höchstkurse ansteuern. Fehlanzeige, die Aktie ist dann hier auch teilweise möglicherweise auch wieder Corona-bedingt, eben reverse umgekehrt Corona-bedingt, dass sich das Ganze jetzt wieder, die Lockdowns zurückgefahren wurden und das Ganze wieder geöffnet hat, ist das Vertrauen in einen Online-Möbelhändler wieder zurückgegangen. Gut, jetzt könnte sich das Ganze wieder in die andere Richtung umwickeln, aber auch hier, ich würde jetzt hier erstmal an der Seitenlinie bleiben und schauen, ob sich das Ganze operativ in der Zeit nach Corona, sofern sie dann endlich irgendwann mal eingeläutet werden kann, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt und dann ist mit Sicherheit immer noch genug Zeit, wie gesagt, auch hier eher an der Seitenlinie, um zu sehen, ob sich die Aktie jetzt hier nachhaltig stabilisieren kann. Okay, dann behalten wir das im Auge, vielleicht auf der Watchlist und schauen jetzt noch auf LPKF Laser. Da war das Jahreshoch schon im Februar, Anfang März vielleicht. Seitdem hat sich wenig getan, jetzt zumindest zuletzt. Mal wenig getan ist auch wieder relativ. Ich haue jetzt mal ein bisschen weiter auf mich ein. Wir haben jetzt 50%, wir waren bei über 30, sind jetzt bei unter 20. Wir haben jetzt ordentlich, nicht 50%, aber wir haben jetzt ordentlich an Wert verloren. Und auch da habe ich gesagt, jetzt gelingt der Durchbruch. Die Aufträge im Bereich der Lead-Technologie, wir haben das hier oft thematisiert, kommen jetzt. Und dann nehmen wir richtig Kurs, Fahrt auf und Kurs auf die mittelfristigen Kursziele. Was kam, war, ich will nicht sagen eine Enttäuschung nach der anderen, aber eine Verschiebung nach der anderen. Da steckt das Unternehmen natürlich auch nicht drin. Die haben sich das auch anders vorgestellt. Kunden prüfen weiter, warten weiter ab. Erste Aufträge in diesem Technologiebereich werden jetzt für Anfang 2022 angekündigt. Dann gab es Verschiebungen, Probleme bei der Auslieferung. Fertige Waren konnten nicht ausgeliefert werden aufgrund der Logistikprobleme. Und ja, mittlerweile das Vertrauen der Anleger und vielleicht auch der Zuschauer in meiner Ausführungen extrem strapaziert. Aber hier bei LPKF bleibe ich dabei, dass wir jetzt, man soll nie sagen, aber dass wir jetzt die Talsohle hier durchschritten haben, dass es jetzt im kommenden Jahr möglicherweise, oder wie gesagt, erst im kommenden Jahr, ab dem kommenden Jahr, einen besseren Newsflow, positiven Newsflow geben wird, dass das Q4 jetzt die Auslieferung im Solarbereich mit den Maschinen so vollzogen werden kann, wie es geplant ist, dann werden auch die Prognosen für 2021 zwar am unteren Ende, aber immerhin erfüllt, kommen dann im Q1, Q2 die entsprechenden Aufträge aus Asien im Lead-Bereich, dann bleiben die mittelfristigen Prognosen auch realistisch realisierbar. Und dann sollte sich die Aktie auch wieder von diesen Tiefständen erhöhen und vielleicht diese Kursstände aus dem Frühjahr, aus dem Jahresbeginn ansteuern. Aber wie gesagt, auch hier wird es erstmal noch eine Zeit brauchen. Zwanghaft jetzt direkt einzusteigen, muss man auch nicht. Vielleicht auch hier erstmal an der Seitenlinie bleiben, bis sich das über positive Newsflow tatsächlich einstellt. Weil dann, wenn es dann so kommt, wie ich es auf meinem Zettel stehen habe und wie sich das im Prinzip das Unternehmen auch vorstellt, dann dürfte die Aktie auch wieder nachhaltig in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen. Okay, also auch da warten wir mal ab. Vielleicht nicht ganz so lange, wie vor allem bei den anderen Werten zum Teil. Schauen wir mal auf Ibotec, da ist auf 12 Monatssicht die Aktie noch im Plus. Wir kommen ja natürlich auch von nicht allzu hohen Kursen, aber wo hast du empfohlen? Mehrfach in diesem Jahr haben wir gesagt, dass dieses Spezialchemieunternehmen mehr als ein Blick wert ist, dass der Knotenball platzt. Aber wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir hier, das war die Deadline, da ist ein Patent ausgelaufen für ein Batteriematerial im LFP-Bereich, Lithium-Ionen-Eisensulfat, das das Unternehmen herstellt und das, was die Autobauer jetzt auch für die Batterien in der E-Mobilität zunehmend immer mehr einsetzen. Das kann jetzt neben der Herstellung, der Produktion eben auch selbst vermarktet werden. Das sollte zu einem Margensprung führen. Man sieht, die Vorfreude hält sich in Grenzen. Auch hier muss man wieder relativieren. Die Aktie kommt natürlich im Jahr davor von einem deutlich niedrigen Niveau. Konsolidierung auf einem hohen Niveau dauert weiter an. Jetzt in den letzten Tagen hier wieder ein bisschen Kursschwäche. Gab es schon die ein oder andere E-Mail, was los sei. Ich habe immer gesagt, der richtige Durchbruch dann im Q1, ab dem Q1 22. Jetzt laufen schon Bestellungen für das LFP-Material im hohen Kilobereich ein. Aber die richtige Produktion, wenn dieser Stoff
von den Kunden eben als, sage ich mal salopp, als richtig gut und stark empfunden wird, kommen, sollten die Bestellungen dann im neuen Jahr tatsächlich reinkommen und dann dürfte sich die Aktie hier eben auch begleitet von entsprechenden Umsatz- und Gewinnzahlen weiter positiv entwickeln. Über das zweite Eisen, das Glascoating, dann lassen wir jetzt mal außen vor. Auch hier, um es kurz zu machen, dauert das, was ich in Aussicht gestellt habe, was ich erwartet habe, in den letzten 12 Monaten doch etwas länger. Die Aktie konsolidiert deutlich länger, als ich erwartet habe. Aber wie gesagt, wir haben das Thema schon im einstelligen Kursbereich beleuchtet und vorgestellt. Daher kann man jetzt eigentlich auf diesem Niveau, auf dem wir jetzt sind, doch etwas entspannt agieren und abwarten auf das, was dann ab nächsten Jahr tatsächlich kommt. Aber trotzdem Seitenlinie oder kann man da auch schon ersten Fuß in die Tür stellen? Im Prinzip ist es auch da natürlich, wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten Wochen, der Wochen anschaut, kann es durchaus ratsam sein, vielleicht noch 1, 2, 3 Wochen zu warten mit dem Einstieg oder ins neue Jahr. Weil, wie gesagt, ich habe es hier schon oft thematisiert, mein Kurs hier für die Aktie liegt bei 75 Euro. Daran sieht man, es ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Und vielleicht gibt es ja beim Aktionär dann in den nächsten Wochen oder in den Wochen, in den letzten Wochen des Jahres noch kurzfristig interessantere Aktien. Aber ich will es nicht zu schlecht machen. Ich bin weiterhin überzeugt von dieser Entwicklung, die das Unternehmen gemacht hat und auch machen wird. Und daher kann man vielleicht, bemühen wir jetzt mal die Börsenfloskel oder die Phrase schwache Tage zum Einstieg nutzen. Also Kurse, wie immer gesagt, Kurse unter 50 Euro im Bereich 45 Euro sind Kaufkurse, hat sich jetzt hier in den letzten Wochen auch bewahrheitet. Letzten Wert haben wir für heute noch mit dabei oder du. Und ich passe ganz genau auf, um vielleicht deine Worte an einen uns allseits bekannten Kollegen weiterzugeben. Was sagst du zu Warta? Was sage ich zu Warta? Ich sage zu Warta, ich bin nicht Alfred Meinhorn. Nein, jetzt habe ich es verraten. Nein, Spaß beiseite. Man sieht auch hier, wir haben das Thema jetzt hier im Vorfeld in den letzten Wochen auch relativ eng begleitet, also neben Alfred. Ich auch. Klar, hier, wir haben das bis jetzt noch nicht thematisieren können, weil es seitdem keine Sendung mehr gab, muss das Unternehmen die Prognosen fürs laufende Jahr zurückschrauben. Über die Hintergründe wurde jetzt ist im Prinzip alles gesagt. Ich hatte jetzt ein ausführliches Gespräch mit dem Vorstand Herbert Schein, haben wir die ganze Entwicklung im Coinpower, wie er sich das in den nächsten Jahren vorstellt, indem dass man da wieder zum Wachstum zurückkehrt, wie man das realisieren kann, damit man die nötigen Cashflows, die nötigen Gelder einnehmen kann, um eben die geplanten Eintritt in die E-Mobilität auch finanzieren zu können. Das dauert nun tatsächlich noch 2 Jahre, bis dann nennenswerte Umsätze mit den neuen Batterien, mit der neu entwickelten, mit der V4Drive-Batterie generiert werden können. Die Pilotanlage geht an den Start, aber die Massenproduktion ist halt weiterhin ab 2024 zu erwarten, dann aber gleich mit entsprechenden Ergebnisbeträgen. Um es jetzt heute an dieser Stelle einfach mal nochmal kurz zu machen. Klar, man sieht hier, wir sind immer wieder mal ein bisschen nach oben gezuckt, aber ich habe hier, natürlich war ich jetzt in diesem Fall vor den Zahlen auch etwas optimistischer, aber habe immer gesagt, das Ganze braucht etwas Zeit. Fakt ist, die nächsten 2 Jahre werden mit Sicherheit keine vertane Zeit, vor allem nicht für das Unternehmen, weil die Entwicklung der neuen Zelle halt vorangetrieben werden soll. Im Frühjahr beispielsweise hat der Vorstand jetzt schon angekündigt, gibt es wieder vielleicht ein Capital Markets Day und eine Ergänzung zum letzten Capital Markets Day, also weitere Informationen zu der geplanten E-Mobilitätsoffensive. Da werden wir im Vorfeld vermutlich wieder noch etwas detaillierter darauf eingehen. Kurzum, die Geschichte ist spannend, die Geschichte wird auch Fahrt aufnehmen, vermutlich nicht diese Woche oder mit Sicherheit nicht diese Woche und auch nicht im laufenden Jahr, aber dann in das neue übernächste Jahr hinein wird so langsam der Funken bei den Investoren auch überspringen und die Leute werden sehen, dass Warta da wieder State of the Art ein richtig gutes Produkt entwickelt, was dann eben auch leider erst ab 2024 einen regen Absatz finden wird. Also Geduld ist gefragt, aber die Aktie und das Unternehmen sollte man nicht abschreiben. Also das heißt, man muss jetzt auch nicht unbedingt reinspringen in den Wert, noch nicht reinspringen, aber wenn man investiert ist, wollen wir jetzt auch nicht die Reißleine ziehen. Nein, und das Ganze, eben das Wichtigste ist, die ganze Geschichte braucht Ruhe, damit dann auch die Aktie mal entsprechend dem, was in 1, 2 Jahren dann kommen wird, in das Ganze hineinwachsen kann und nicht solche sprunghaften Geschichten, wie wir es Anfang des Jahres gesehen haben mit dem Short-Squeeze oder dann hier diese Rücksetzer nach den Quartalszahlen. Also wir werden das Thema oder ich werde das Thema weiter eng verfolgen, arbeite dieses Interview jetzt auch für die kommende Ausgabe im Aktionär auf und werden da auch online weiter darüber berichten. Also wir bleiben bei Warta am Ball und werden dann auch signalisieren, wenn es dann in diese nachhaltige Aufwärtsbewegung übergeht. Also die Warta-Story kommt nicht zu kurz an keiner Stelle bei uns. Dankeschön.
Michael, für heute. Gerne. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.